10 Fakten über die Rumtreiber, die du definitiv nicht kennst. Das und mehr jetzt in diesem Video. In der Welt der Zauberei gibt es nur wenige Gruppen wie die Rumtreiber, die durch eine so starke Freundschaft verbunden waren, aber letztendlich durch einen Verrat auseinandergebrochen sind. Obwohl viele behaupten, alles über die Rumtreiber zu wissen, gibt es einige subtile Nuancen, die selbst den schärfsten Augen entgangen sind. Aus diesem Grund werden heute 10 Dinge enthüllt, die definitiv nicht über die Rumtreiber bekannt sind. Auf der Nummer 1 haben wir Remus Lupin und seine Verwandlung. Lupin schlief im Hogwarts Express, da es in der Nacht zuvor Vollmond war. Als Harry, Ron und Hermine im dritten Schuljahr die Reise nach Hogwarts antreten, müssen sie sich ein Zugabteil teilen. Dabei treffen sie auf Remus Lupin, ihren neuen Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste und wie viele wissen, einen Werwolf. Doch warum reiste und schlief Lupin im Zug? Das wird nie wirklich erklärt, es sei denn, man betrachtet genauer die Details. Am 1. September 1993 fuhren die Schüler mit dem Zug nach Hogwarts. In der vorherigen Nacht um 2.32 Uhr war Vollmond, was bedeutet, dass Lupin sich in der Nacht zuvor in einen Werwolf verwandelt hatte. Er war zu erschöpft, um nach Hogsmeade zu apparieren oder selbst zu reisen, weshalb der Zug sein einziges Transportmittel zur Schule war. Nummer 2. Neville Longbottom ist das, was Peter Pettigrew hätte sein können. Wenn man an Neville Longbottom denkt, denkt man nicht an einen Bösewicht. Man denkt eher an den Jungen, der sich gegen Voldemort gestellt hat und im Alleingang den Weg für dessen Tod geebnet hat, indem er Nagini getötet hat. Dies wurde absichtlich so dargestellt, um zu zeigen, dass in Zeiten der Not Individuen zwei verschiedene Wege einschlagen können. Wie bei Peter Pettigrew war Neville auch der Außenseiter in seiner Gruppe. Er war nicht der Hellste und hatte kein Vertrauen in seine Fähigkeiten. Aber im Gegensatz zu Peter, dessen Schwächen ihn dazu brachten, nach Macht zu streben, um sie zu kompensieren, was schließlich dazu führte, dass er sich mit Voldemort verbündete und seine engsten Freunde verriet und sie dann töten ließ, ist Neville eine ganz andere Geschichte. Nevilles Schwäche hat ihn härter arbeiten lassen und er hat die Freundschaften, die er hatte, geschützt, selbst wenn das bedeutete, für sie zu sterben. Nummer 3. Remus Name hat eine Verbindung zu den Werwölfen. Viele wissen nicht, dass der Name Remus aus der römischen Mythologie stammt, in der die Geschichte eines Jungen namens Remus erzählt wird, der von Wölfen aufgezogen wurde. Dieser Hintergrund verleiht Remus Charakter eine zusätzliche Ebene der Symbolik und gibt einen Hinweis auf seine Werwolf-Herkunft. Darüber hinaus ist der Nachname Lupin eine direkte Ableitung vom lateinischen Wort lupus, was Wolf bedeutet, und verstärkt somit diese Verbindung noch. Auf der Nummer 4 haben wir Sirius Black und seine Tätowierung. Sirius Black, eines der Mitglieder der Rumtreiber, hat eine Tätowierung auf seiner Brust, die das Alchemiesymbol für die Verschmelzung von zwei oder mehr Dingen darstellt. Es wird vermutet, dass diese Tätowierung eine Anspielung darauf ist, dass er ein Animagus ist und die Fähigkeit hat, sich in einen Hund zu verwandeln. Als wir Sirius das erste Mal treffen, trägt er immer noch seine Gefängniskleidung und seine Tätowierung ist gut sichtbar. Die Tätowierung deutet darauf hin, dass Sirius ein fähiger Zauberer ist und geheime Fähigkeiten besitzt, die nur wenige kennen. Nummer 5. Sirius warnt Harry frühzeitig in der Gefangene von Azkaban. Es ist gegen das Gesetz für minderjährige Hexen und Zauberer außerhalb von Hogwarts zu zaubern, aber in Haushalten, in denen es magische Erwachsene gibt, ist es für minderjährige Zauberer kein allzu großes Problem, heimlich zu zaubern, da das Ministerium nicht genau feststellen kann, wer an diesem Ort genau gezaubert hat. Jedoch für Harry, der der einzige Zauberer im Lingusta-Weg 4 war, war es sofort klar, dass Minderjährige zauberten. Dies könnte dazu führen, dass das Ministerium ihn von Hogwarts verweist, wenn sie es wollten. Am Anfang von Der Gefangene von Azkaban sieht man Harry in seinem Schlafzimmer, wie er Lumos zaubert. Wenn man genau hinhört, kann man das Bellen eines Hundes im Hintergrund hören, was wahrscheinlich Sirius ist, der versucht, Harry davon abzubringen, damit er nicht beim Zaubern erwischt wird. Später gesteht Sirius, dass er Harry wie ein Hund bewacht, was zeigt, wie wichtig es ihm ist, Harry zu schützen. Nummer 6. Sirius' Name spiegelt sein Leben wider. Sirius wurde als Mitglied der Familie Black geboren und sollte den reinblütigen Ansichten seiner Familie folgen, die Reinblütigkeit propagieren und muggelstämmige Hexen und Zauberer ablehnen. Aber allein der Name Sirius sollte ein Hinweis darauf sein, dass er gegen die schrecklichen Erwartungen ankämpfen würde. In der Astrologie ist Sirius der Name des hellsten Sterns am Nachthimmel.
Passenderweise war Sirius auch derjenige, der als hellster Stern am schwarzen Himmel aufleuchtete. Er wurde der einzige Gryffindor in seiner Familie, die zuvor ausschließlich aus Slytherins bestand, und lehnte die Reinblütigkeit ab, die seine Familie so vehement verteidigte. Nummer 7. Wie Peter Pettigrew Voldemort fand. Wenn du nur die Filme gesehen hast, keine Sorge, ich verurteile dich dafür nicht. Vielleicht fragst du dich, wie konnte Peter im Feuerkelch mit Voldemort auftauchen, nachdem er in der Gefangenen von Azkaban knapp Lupin und Sirius entkommen ist? In den Büchern erfahren wir die Antwort, und es ist irgendwie passend für ihn. Peter wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als sich Voldemort wieder anzuschließen, weil Sirius und Lupin ihn nie aufhören würden zu jagen. Um Voldemort zu finden, begab sich Peter auf eine Reise und erfuhr von einem Rudel Ratten, das eine dunkle Macht in einem Wald in Albanien lebt. Diese dunkle Macht würde am Ende Lord Voldemort sein, der sich an das Leben klammert und von den Tieren des Waldes lebt. Es sind immer die Ratten, die dir alles verraten. Nummer 8. James hat Verbindungen zur amerikanischen Zaubererwelt. In den Vereinigten Staaten ist der MACUSA, der Magische Kongress der Vereinigten Staaten, das Gremium, das die amerikanischen Hexen und Zauberer schützt. Im Jahr 1693 rekrutierte der erste Präsident der MACUSA, Josiah Jackson, 12 Personen, die als Auroren ausgebildet wurden, um gegen die kriminellen Zauberer aus Europa vorzugehen, die in Amerika Zuflucht suchten. Einer von ihnen war Abraham Potter, der später als entfernter Verwandter des berühmten Harry Potter bestätigt wurde, was erst Jahrhunderte später von Ahnenforschern aufgedeckt wurde. James Potter, Harrys Vater, hatte jedoch keine direkte Verbindung zur MACUSA oder der amerikanischen Zaubererwelt. Nummer 9. James war gerade einmal 21 Jahre alt, als er ermordet wurde. Der Tod von Lily und James Potter, die ihr Leben gaben, um ihren einzigen Sohn zu retten, ist herzzerreißend. Aber was es noch schlimmer macht, ist, dass James und Lily in den Filmen viel älter dargestellt werden. Tatsächlich waren sie nur 21 Jahre alt, als Voldemort sie tötete. Das bedeutet auch, dass James und Lily kurz nach ihrem Abschluss mit 18 Jahren geheiratet haben müssen. Nummer 10. James' Animagus-Form wird im Stein der Weisen angedeutet. In Harry Potter und der Stein der Weisen besucht Harry zum ersten Mal Ollivanders Zauberstabladen, wo ihm Mr. Ollivander folgendes sagt: Dein Vater bevorzugte einen Mahagoni-Stab, 11 Zoll, biegsam, er hat ein wenig mehr Kraft und eignet sich hervorragend für Verwandlungen. Wir erfahren später in der Geschichte, dass James Potter ein Animagus war und sich in einen Hirsch verwandeln konnte. Die Anspielung auf Verwandlungen in der Beschreibung von James' Zauberstab könnte daher ein Hinweis auf seine Fähigkeit sein, sich in ein Tier zu verwandeln. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über die Rumtreiber oder andere Charaktere aus dem Harry Potter-Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.